Hallo zusammen, hier spricht euer Johann Nepomuk Meyer und an meiner Seite habe ich heute einen ganz besonderen Gast, die Jasmin Scheer aus der Schweiz, in der Schweiz. Und warum heute dieses Gespräch? Unangekündigt, einfach so aus, sage ich mal, aus dem Blauen heraus. Kein Label hier, spirituelles Heute-Journal, sondern nein, eigentlich ist es so, dass ich jetzt eigentlich von der Jasmin interviewt werde, gleich, denn ich komme zu ihr in die Schweiz. Die Jasmin. Ja. Hallo Jasmin. Hallo, lieber Nepomuk, ich freue mich und hallo alle zusammen, die heute Abend zuschauen. Das ganz besonders für mich. Wir drehen mal den Spieß um, lieber Nepomuk. Ich durfte ja schon einige Male bei dir sein als Medium, Engelslichter. Und jetzt darf ich dich interviewen und ich freue mich natürlich ganz, ganz besonders, ja, auf dieses Interview, denn du kommst in die Schweiz. Ich Interesting. komme in die Schweiz. Du hast, glaube ich, ein neues. Ich habe sogar einen Link hier. Ich möchte ihn herzeigen, weil du gesagt hast, ob ich den herzeigen darf. Ja, Dann sage ich, gerne, sehr klar, gerne. das darfst du machen. Und zwar, ich schaue dir gleich mal um, in dein neues Bewusstseinszentrum. Ja, Zusammen genau. mit einer Kollegin. Der Yvonne Walser von Soul Blossom, genau. Genau. Wir haben das zusammen gegründet und das sind noch unser Team. Das ist die Evelyn Herren, die dabei ist und noch die liebe Gabriela und der Mauro, die auch dabei sind. Und wir sind die Gründer, die Yvonne Walser und ich von Engelslichter haben ein sehr schönes Zentrum gegründet. Und zwar wollten wir Medialität, ich als Medium und Yvonne als Heilmasseurin auch, die macht energetische Arbeit, wollten ein Zentrum gründen, in dem wir zusammenkommen, wirklich ein Miteinander entstehen darf, und zwar eben auch zwischen Wissenschaft und Modalität. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ich freue mich riesig, dass wir viele wirklich anerkannte, gute Medien bereits eingeladen haben. Und natürlich habe ich dann sofort auch an dich gedacht, lieber Nepomuk, und bin sehr, sehr dankbar, denn ich spüre ja, dass jetzt eine ganz besondere Zeit ist und nicht nur du, sondern wir alle. Wir alle spüren, dass es eine ganz besondere Zeit ist. Ich nehme immer wieder wahr von der geistigen Welt, es ist wirklich die Zeit des Wandels, die Zeit der großen Veränderung auch und die Zeit auch, in der es wirklich jetzt darum geht, auch eine Innenschau zu haben, eine Innenschau in uns selbst, was geschieht, weil es hat so viel passiert im Außen, so viel passiert und geschieht im Außen, was nicht mehr so sein darf. Und doch findet die Veränderung nicht statt. Und ich bekomme wieder das Gefühl und die Botschaft von der geistigen Welt, es ist jetzt die Zeit, diese Innenschau zu halten und eben in euch selbst zu beginnen. Und ja, und jetzt, Nepomuk, kommst du mit deinem wunderschönen Thema zu uns am 27. Januar nach Bremgarten in unser Bewusstseinszentrum und es geht um deine Wendezeit. Magst du uns Ja, da was erzählen? richtig, es ist aber nicht meine Wendezeit, sondern es ist die Wendezeit der Menschheit. Und ja, ich bin ja eigentlich dir angetreten, sagen wir mal so, vor 10 Jahren bin ich eigentlich angetreten, um die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, auch auf diesem Weg, den Menschen mitzuteilen, dass das, was wir hier so erleben in diesem Sein, eigentlich ganz anders ist, als das wir in der Schule gelernt haben. Ne? Sowohl die Evolution als Leben und Tod und Leben vor und nach dem Tod und alle diese Dinge und andere Intelligenzen, diese größere Realität. Darum war mein erstes Buch als Perspektivenphänomene einer erweiterten Realität. Das zweite war dann Jenseits des greifbaren Engelgeist und Dämonen und dann ging es los und 34 Dokumentationen in der Zwischenzeit entstanden, glaube ich, über 1000 Interviews, unzählige TV-Sendungen. Manche kennen es vielleicht schon, denn auch in der Schweiz bin ich da ein bisschen aktiv. Mit dem QS24 haben wir diese spirituelle Sprechstunde einmal in der Woche, wo auch hier alle möglichen Menschen mit besonderen Fähigkeiten, Medien, Wissenschaftler etc. zu Wort kommen und haben natürlich oder ich durfte in dieser Zeit ein unglaubliches Wissen zusammentragen. Kommen wir mal ein bisschen so vor wie der spirituelle Philosoph, der versucht, diese ja, transzendente Obdachlosigkeit etwas ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen aufzufüllen, die vier Menschen mit sich bringen. Und ja, sage ich mal, eigentlich hauptsächlich auch in der Männerwelt, die Frauen tun sich da sowieso ein bisschen leichter, zu zeigen, wenn man sagt, Leute,
Auch wenn Harald Lesch und Co., diese offiziellen Mainstream-Medien, doch eine sehr starke Präsenz haben, sie haben in der Regel nicht mehr das Wissen der Zeit, sondern sie sind 100 Jahre hinten nach. Warum sie 100 Jahre hinten nach sind, was wir alles, oder nicht nur ich, sondern diese Wissenschaftler weltweit aus den unterschiedlichsten Fachgebieten entdeckt haben, zusammengetragen haben, erforscht haben und Experimente, zeige ich in meinem, ja, Tagesworkshop, also der ganze Tag, glaube ich, von 9 bis 17 Uhr machen wir das zusammen. Der nennt sich eben Deine Wendezeit, wo man eben zeigt, zwei Teile, was haben wir alles gefunden, warum ist diese Realität und sei nicht so, wie wir gedacht haben, warum ist das nicht Zufall und Irrtum, warum ist die Evolution anders gewesen, wieso ist unser komplettes Sein eigentlich anders, als wenn wir es den ganzen Tag erleben, wieso sind die Gesetzmäßigkeiten, die wir kennen in der Physik, ja nicht unbedingt auf das Leben anzuwenden, alle diese Dinge und das am Nachmittag beginnen wir dann mit den ja, neuen Wissen, mit den neuen Bewusstseinstools, um eben diese Herausforderungen der neuen Zeit, wir werden in die Zukunft blicken, wir werden zeigen, was kann man denn über die Zukunft wissen, was ist überhaupt Zukunft, wie entsteht Zukunft, welche ja, Zeitlinie der potenzielle Zukünfte gibt es, wohin läuft die Menschheit, wenn sich jetzt, ja, sage ich mal, nicht gravierend was ändert, das werden wir zeigen, aufgrund von wissenschaftlichen Arbeiten, Progression nennt sich das, oder Remote Viewing, oder ja, auch Propheten, auch Menschen, die jetzt gerade über Nahtoderfahrungen die menschliche Zukunft gesehen haben. Da gibt es viele, viele Abhandlungen, auch eine Abhandlung einer Wissenschaftsgruppe in den 80er Jahren. Und einen Remote Viewer, den Schwarz, der auch hier über Tausende von Remote Viewing Experimente gemacht in die Zukunft. Das werden wir zeigen. Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Was kann ich an Werkzeugen, und zwar Werkzeuge, und jetzt wird es wirklich interessant, Werkzeuge, die wir jetzt in diesem materialistischen Weltbild nicht zur Verfügung stehen. Denn der normal denkende Mensch sagt, okay, wir können nicht in die Zukunft blicken, also wir denken uns linear irgendwas nach vorne, also Ursache-Wirkungsprinzip, aber das Leben funktioniert eben nicht linear, das sehen wir am Wetterbericht, ne? Nach 3 Tagen wieder unscharf und dann kann man schon nicht mehr vorhersagen. Das heißt, das Leben oder komplexe Systeme sind eben nicht berechenbar, aber es gibt Tools, mit denen man über diese Zeitfenster hinaus blicken kann. Wie man diese Fähigkeiten erlernen, wie man Psi-Fähigkeiten erlernen kann, eben Remote Viewing, Fernwahrnehmung, außer körperlichen Erfahrungen etc., dass wir sehen werden, wir sind nicht unser Körper, sondern unser Bewusstsein ist unabhängig davon. Wie können wir mit dem in die Zukunft blicken? Was für Instrumente stehen mir zur Verfügung, die über das lineare menschliche Gehirndenken hinausgeht? Weil diese Instrumente werden in dieser Zeit das, ja, auch wenn die spirituelle Szene oft sagt, ja, wir steigen in die fünfte Dimension auf und es wird alles ganz anders werden. Ja, ich sage mal, jein, ich glaube das nicht, sondern ich glaube, wir werden tatsächlich durch diese dunkle Nacht der Seele der Menschheit gehen müssen. Aber mir als Einzelner habt die Entscheidungsmöglichkeiten und die Instrumente dann an der Hand, dass das möglichst ein, ja, guter Weg für mich wird. Denn auch ganz wichtig ist, jeder, der hier jetzt zusieht oder der an dieses Seminar kommt oder überhaupt jetzt inkarniert ist, hat einen bestimmten Grund, warum er hier inkarniert ist. Er hat bestimmte Talente mitgemacht, warum er hier inkarniert ist. Viele haben es vielleicht noch gar nicht entdeckt. Um das zu entdecken, das zu machen, das zu tun, zeige ich eben diese Instrumente auf. Die haben mit dem allgemeinen bisherigen Wissen dieses materialistische Weltbild eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Aber das Interessante dabei ist, dass es hier eben ja, nicht direkt, sagen wir mal, Esoterik im, sagen wir mal, im negativen Sinne, sondern tatsächlich um wissenschaftlich dokumentierte Experimente und Fakten sind, die man selber wiederholen kann, die man ausprobieren kann, die man tun kann und sagen, aha, diese Dinge funktionieren tatsächlich. Und ich habe dieses Seminar schon dreimal, viermal gehalten. Und ja, ich möchte jetzt nicht, dass ich Selbstlob zu übertreiben, aber wir haben ja bei unserem Vorgespräch schon gesagt, die Menschen sind am Abend rausgegangen, haben mit den Ohren und den Zehen gewackelt, weil sie gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen können, dass uns jemand 8 Stunden was erzählt, von dem wir noch nie was gehört haben. So spannend. Also unglaublich spannend und ich freue Weil mich riesig. diese Das Dinge, die ist. wir hier in diesem Seminar, sind weder in meinen Filmen noch in meinen Büchern noch in meinen Dokumentationen mit drin, weil das haben wir mal speziell eben nur für diesen Wendezeit-Seminartag aufgehoben. Genau.
Sehr schön. Also es geht ganz fest auch. Ich spüre das ganz fest jetzt, wenn du mir so erzählst. Ich habe auch viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja, ich kenne mein Potenzial nicht. Ich weiß, da ist noch etwas in mir, aber ich kenne das einfach nicht. Mir es ruft, aber ich habe wie den Zugang zu dem nicht. Kannst du mir helfen? Und jetzt, wenn ich jetzt dir so zuhöre, geht es ja auch ganz fest auch um das, am Nachmittag auch, dass die Menschen auch wieder erkennen, was für Potenzial jeder mit sich bringt in dieser Inkarnation. Habe ich dich da richtig verstanden, auch mitgemacht? Ja, wir werden weiter ausholen. Wir werden mal beim Status quo erst einmal beginnen. Menschen, vielleicht auch kritische Menschen, wenn die Frauen ihren Mann mitbringen, sagen, okay, geh bitte mit, auch wenn du glaubst, der Nepomuk kann nicht mehr wissen, als wir du, weil ja du genauso oft Fernsehen schaust wie er oder vielleicht auch unzählige Tausende von wissenschaftlichen Büchern gelesen hat. Das dachte ich bis zum 50. Lebensjahr auch. Was sollen uns die ergeben? Und erzählen, der, keine Ahnung, vielleicht selber kein Professor oder Doktor ist, was soll denn der zusammengetragen haben, was ich nicht weiß? Ich verspreche eins, ich verspreche wirklich, es gibt keinen, der nach diesem Seminar rausgeht und sagt, das hätte ich mir nicht gedacht, dass es so etwas gibt und dass diese Welt eigentlich komplett anders ist, als wir ist. Und was spannend ist, es ist wirklich spannend. Wenn man jetzt mal in 100 Jahre in die Zukunft blicken würde, es wird in 100 Jahren tatsächlich wissenschaftliche, ja, psychologische auch Fakultäten geben, die nur noch diese Zeit, die jetzt ist, psychologisch analysieren, wissenschaftlich analysieren, wie es sein konnte, dass dieses Wissen komplett zur Verfügung gestanden ist, aber die Menschheit sie nicht gesehen hat. Das wird ein, ja, es gibt ja in der Psychologie ja mehrere Kränkungen der Menschheit. Die erste Kränkung war ja, dass wir hier eine Evolution hinter uns haben, ne? Das war ja dieser Darwinismus. Das zweite war dann eben, wie Sigmund Freud erkannt hat, dass wir auch ein Unterbewusstsein haben. Das war die zweite Kränkung der Menschheit. Aber die nächste Kränkung der Menschheit wird dann auch, also Kränkung in Anführungsstrichen, wird dann sein, dass alles, was wir bisher eigentlich gedacht haben in der Zeit der Aufklärung der letzten 300 Jahre, dass es eine Evolution gab, dass wir ein Zufallsprodukt sind, dass wir nur einmal leben, dass es wahrscheinlich keine anderen Intelligenzen im Universum gibt und schon gar nicht, dass sie jetzt schon hier sind, dass wir hier mit einer Aufgabe geboren werden, dass es keinen Zufall gibt. Wir werden all mit diesen Dingen aufräumen. Wir werden zeigen, dass wir, ja, eben viel mächtiger, wenn man es einmal so bezeichnet, aber viel mehr Wissen zur Verfügung stehen haben, dass wir eigentlich nicht mehr lernen müssen, sondern das Wissen instantan auslesen könnten, dass wir unsere eigene Zukunft blicken können, Lösungen erarbeiten können, die uns zeigt, wenn wir in die Zukunft blicken, was muss ich jetzt tun, damit es gut ausgeht, wo finde ich meine Potenziale und wo geht denn die Zukunft der Menschheit oder oder diese Land, wo ich gerade bin, überhaupt hin und was kann ich dafür tun? Und das ist natürlich, sind diese neuen Tools vor allem, sollten auch, vielleicht kann man junge Menschen ja, sag ich mal, ein bisschen mobilisieren. Ich weiß, dass dieser Kanal hier gerne mal von Menschen, die so ein bisschen eine Lebenserfahrung hinter sich haben, ab 35 eigentlich erst angesehen wird, weil die jungen Menschen denken, ja gut, wir haben jetzt ja die Schule hinter uns, wir haben jetzt unser Studium, es geht ja langsam die erste Liebe los und vielleicht auch die Karriere und so weiter. Aber genau für die wäre eigentlich dieses Seminar noch viel, viel relevanter. Als wie vielleicht Menschen, die sagen, okay, ich möchte vielleicht meine letzten Drittel meines Lebens noch gut hinter mich bringen, aber für die Kinder oder für die Enkel oder wie auch immer, wenn man mo mobilisieren kann, ich denke, ab 16, 17 wäre dieses Seminar mit Sicherheit gut. Wie gesagt, es werden sich woanders nirgends mehr hören oder sehen. Das verspreche ich euch. Es hat niemand diese Informationen, niemand dieses Wissen so zusammengetragen, wie ich das habe. Das ist nirgends woanders mehr. Da kann man zu hunderten Seminaren schon gewesen sein, bei hunderten Geistheilern, bei hunderten spirituellen Menschen. Diese wissenschaftlichen Arbeiten, die ich hier zusammengetragen habe, mir geht es wirklich um Wissenschaft, hat kein anderer. Muss ich jetzt einmal so sagen. Also ich durfte dich auch kennenlernen und ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie einen Menschen zuvor kennengelernt, der mit so vielen Menschen auch zusammen ist, vielen spirituellen Meistern, Lehrern und wirklich, also es ist sehr, sehr interessant natürlich auch, was für ein Wissen du natürlich auch dadurch auch gesammelt hast und durch deine vielen, vielen eigenen Erfahrungen und ich finde das immer sehr spannend, auch mit dir zusammenzukommen und auszutauschen und ich merke jetzt auch und ich freue mich sehr, dass du auch so eine Breite von Menschen auch anspricht in diesem Seminar.
Und das wäre, ich hoffe, ich wünsche mir fest, dass das eben auch junge Menschen sowie auch wirklich Menschen in jedem Alter hören, weil das soll offen sein für alle. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir wirklich erkennen, ja, was wir sind, dass wir viel, viel mehr sind, dass wir Ja, das auch eben, gemacht haben. jedes Zeitalter hatte sein Weltbild. Irgendwann war man die Erde mal eine Scheibe, manche glauben immer noch daran. Dann war praktisch der Mittelpunkt des Universums. Dann hat man plötzlich festgestellt, oh, da sind ja offensichtlich noch mehr da draußen und so weiter. Und jetzt gehen wir von diesem materialistischen Weltbild, wo wir eigentlich dachten, wir hätten alles super im Griff. Wir wissen im Naturgesetz, wir haben die vier Gravitation, schwache Wechsel, starke Wechsel, etc. Wir wissen das eigentlich, wie das funktioniert. Wir schicken irgendwelche Raumsonden hier raus, um das Universum zu vermessen, zu sehen, ob es weiter expandiert, was hier draußen passiert. Wir haben gerade dieses neue Weltraumteleskop hier raufgeschossen, um hier noch mehr bessere Aufnahmen zu kriegen und so weiter. Aber wir haben leider immer noch nicht verstanden, was Leben überhaupt generell ist. Wir haben immer noch nicht den Quantenphysikern wie den Amicus Wamy, den ich in London getroffen habe, oder wenn ich zum Beispiel von meinem Tom Campbell, diesem NASA-Wissenschaftler und Physiker, berichte, der sagt, eigentlich, es ist zwar nicht der richtige Ausdruck dafür, aber wir haben keinen besseren Namen dafür. Eigentlich ist diese Realität, in der wir leben, eine virtuelle Realität, weil unser Sein eigentlich kein nichts Festes kennt. Es gibt nichts Festes, sondern es gibt nur ein Einklinken in eine sogenannte Realität, in einen Avatar, der dann eben ein Spiel spielt, das sich fest und ja und endlich anfühlt. Aber in Wirklichkeit ist es was anderes. Und das aufzuzeigen, dass es unendliche Realitäten gibt, die so sind wie unsere, ganz nah dran und ganz weit weg. Die Beweise zu sehen, wie das funktioniert, zu wissen, was es für Wissen bedarf, um in der nächsten, wenn ich gestorben bin, in der nächsten Ebene mich zu orientieren, weil was alles passiert, wie das funktioniert. Denn zwei Dinge sind hier relevant. Nicht dieses Wissen, das wir hier lernen, um, sage ich mal, unser materialistisches Leben zu führen, wir Tassen zu bauen, Handy, wie funktioniert oder was auch immer, sondern dieses Wissen, wie, was unser Sein, wer wir sind, wie das ganze Universum funktioniert und unser Sein generell, wo wir herkommen, wo wir hingehen und dieses Liebe, alle Taten in Liebe zu lösen. Das ist es. Und wenn wir uns diese Dinge alle anschauen, ne, ich bin ja, wie du gesagt hast, weltweit unterwegs wirklich mit diesen führenden Wissenschaften, ob das in den NATO-Bereich ist, ob das Pim van Nommel ist, eben Alexander Raymond Moody, völlig egal, oder Dr. Jeffrey Mischlov, ich habe die alle bei mir schon in meinem Tisch gehabt, das sind alle meine Filme, ich habe einen generellen, permanenten Austausch mit diesen Menschen, es kommen immer wieder neue Wissenschaftler dazu, auch mehr oder auch Menschen mit Sonderfähigkeiten, wo mir sagt, ja, seine Menschen gibt es gar nicht, klar, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass dieser Biocontainer, oder nehmen wir mal unser Körper, dass der nicht bei jedem Menschen gleich ist. Da gibt es Menschen, die sind zum Beispiel Synästhetiker. Da würde meine vielleicht jetzt eine andere fragen, ja, bitte, was ist denn ein Synästhetiker? Ein Synästhetiker ist ein Mensch, der mehr Sinne hat. Zum Beispiel der Maler Kandinsky. Vielleicht kennt der eine oder andere, wer sich für Kunst interessiert, diese Malergröße vor 100 Jahren. Dieser Maler Kandinsky, der hatte eine Fähigkeit, Töne zu sehen. Also der hat gepfiffen und was er gepfiffen hat, diese Farben hat er dann gemalt. Oder es gibt Menschen, die quadratisch oder kugelförmig schmecken können. Oder wenn es über die Haut streichende Töne gibt. Die Charité in Berlin hat in den letzten 20 Jahren über 68 synästhetische Fähigkeiten zusammengetragen. Das heißt, es gibt Menschen, die haben um 68 mehr Sinne, wie nur hören, riechen, schmecken, tasten. Verstehst du? Nur Ja, weil du so den Sinn, oder du hast spannend. zum Beispiel den Sinn, Engel wahrzunehmen. Dann sagt man, ja, wieso gibt es den Engel? Weil ich kann den nicht wahrnehmen. Aber wir wissen zum Beispiel, dass viele Männer vielleicht farbenblind sind. Die sehen zwischen Rot und Grün nicht. Aber dass dieser Biocontainer noch viel mehr Möglichkeiten hat. Und jetzt werden vielleicht die einen oder anderen sagen, ja, das ist aber ein bisschen ärgerlich, wenn ich nicht Töne sehen kann oder wenn ich nicht Psi-Fähigkeiten haben, Gegenstände ohne Bewegung berühren kann und so weiter, dann ist es ja vielleicht ein bisschen ungerecht. Ich zeige in diesem Seminar auch, wie du sie diese Fähigkeiten bei dir aktivieren kannst. Ich sage immer, das ist so wie bei einem Handy. Der eine hat diese App schon runtergeladen und der andere hat es noch nicht. Also dann lad ein bisschen auch dieses App der Psi-Fähigkeiten, der Zukunftsschau, was auch immer, auf deinen Biocontainer runter, dann kannst du das auch. Ja, also ich kenne das auch sehr gut, weil vielen Menschen ist einfach das, was ihnen bekannt ist, das ist die Realität. Das ist ihnen, was bekannt ist, das ist einfach nur möglich. Und sobald sie erkennen, dass es noch anderes gibt,
wird das auch bekannt und eben dann auch realisierbar und möglich. Und deshalb ist ja unser Bewusstsein auch so enorm, oder? Wir beschränken uns so ein in diesem Bewusstsein, aber wenn wir erkennen, was alles auch möglich ist, ja, dann werden für uns oft auch die Wunder wahr, gell? Für uns sind das dann ja auch Wunder. Und ich freue mich noch riesig jetzt, dass du kommst und so viel. Also wenn ich jetzt dich höre wieder, das ist ja unglaublich, dieses Wissen, was du da mitbringst. Und ich freue mich jetzt riesig. Jasmin, ich bringe nicht nur dieses Wissen mit, sondern ich bringe auch die Experimente mit, ich bringe die Ergebnisse mit, ich zeige den Menschen, wie die das selber machen können, weil das eine ist ja das zu wissen und das andere ist die persönliche Erfahrung darin. Das ist sehr Ja? gut, genau. Das ist notwendig jetzt, denke ich, Ganz ganz klar. genau, um Menschen aufzuzeigen, weil wir haben ja immer noch dieses Weltbild, alles ist Zufall und Irrtum und das Leben ist zufällig entstanden und die Chemie gaukelt uns vor, dass wir genau wissen, welche Prozesse das abgelaufen sind, um hier Zellen zu bilden und so weiter und so weiter. Wobei wir wissen das eigentlich gar nicht, wir wissen nur Teilbereiche daraus. Und es wird uns immer noch vorgegaukelt, dass das Bewusstsein ein sogenanntes Epiphänomen wäre, also wir hätten überhaupt kein Bewusstsein, es ist ja alles nur hier Botenstoffe und Transmitter im Gehirn und so weiter und so fort. Aber was ist dann, wenn, ne, zeige ich dir meinen Seminaren eben auch auf, sage, es gibt ja auch genügend Menschen, die haben überhaupt kein Gehirn, also 0, 0,0 und studieren Mathematik, haben einen IQ von 126. Also entweder braucht man ein Gehirn oder braucht man keins. Wieso gibt es Menschen ohne Gehirn? Diese Dinge zeige ich auf, Dinge, die ich zeige, die Dinge am Vormittag auf, wo dann jeder Mensch sagt, nein, das glaube ich nicht, das kann nicht sein, aber ich habe die Beweise nicht doch mit dabei. Und nicht nur von einem zusammengetragen, sondern von sehr vielen. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten immer zu, ja, du siehst, ich bin da sehr emotional, weil ich sage, dieses Wissen steht zur Verfügung, das wird den Menschen einfach vorenthalten. Und es wird dann eben vielleicht so gemacht, dass man sagt, eine Nepomuk Meyer, lass mir das noch erzählen, weil der hat ja in der Wissenschaft oder draußen in der Gesellschaft ja nicht diese Stellung, den werden sie sowieso nicht glauben, also haben wir die Leute gut im Griff. Aber ich zeige ja nicht mein Wissen auf, ich zeige das Wissen auf von, genau von dieser Elite, die glaubt, ne, sie müsste Genau. dieses Wissen für sich behalten. Und es ist ja auch jetzt wirklich die Zeit, um das unter die Menschen zu bringen, dass sie wieder erkennen, was wir alles sind und was wir können und was für Möglichkeiten uns zur Verfügung Und dass wir stehen. nicht alleine sind, das ist ja das nächste Thema. Jasmin, wir haben hier gerade einen riesen Disclosure laufen. Disclosure heißt diese Offenlegung dieser, ja, Intelligenz, die hier bei uns in unseren, ja, sage ich mal, in so ein Sein ist. Auch diesen Thema werden wir ansprechen und wir aufzeigen, welche wissenschaftlichen Studien das da gibt weltweit dazu, was wir herausgefunden haben, wie das abläuft. Also, wie gesagt, du gehst nicht mehr als der gleiche Mensch raus, als wo du reingekommen bist abends. Das verspreche ich dir. Das wird jahrelang nachhallen. Du wirst ein anderer sein, wenn du wieder rausgehst, wenn du dich in dieses Seminar traust. Aber ich glaube, dass sich viele vielleicht gar nicht reintrauen. Also Schweizer, habt ihr gehört, der Nepomuk kommt und wir zeigen ihm, dass wir uns trauen. So wichtig jetzt. Vor allem kennen mich ja viele noch gar nicht in der Schweiz. Ich habe da einen Ja. relativ, ja, niedrigen Bekanntheit, gerade trotz meiner Sendung, die ist ja erst seit einem Jahr am Laufen, erst 52. Aber darum hoffe ich, dass hier die Sendung gut geteilt wird, vielleicht in Newsletter rein, vielleicht in Facebook, wie auch immer. Denn wie gesagt, die Schweizer sind ja doch relativ offen, wenn sie mal ein bisschen was hören, vielleicht mehr als wir bei uns, wo man sagt, nein, da gehe ich nicht hin, weil was sollte er schon wissen, was ich nicht weiß. Die vielleicht sagen, okay, ich höre mir das zumindest mal an und dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig auch, dass wir so offen sind, wie wir auch wirklich sind. Wir sind offen. Also viele, viele von den Menschen, denen ich begegne, sind offen und sind sehr interessiert und wissen auch, dass wir eben mehr sind, als dass wir uns vorstellen können. Und deshalb bin ich wirklich sehr dankbar, dass du kommst, dass du jetzt in unser Bewusstseinszentrum kommst mit deinem Seminar, das erste Mal in der Schweiz. Und ja, und Nein, ich nein, bin nein, dir nur auch nicht. Das ist mit wirklich diesem Seminar schon das erste mit Mal, diesem aber ich war Seminar, schon vier, mit fünf Mal diesem, bei auf euch jeden vor der Fall. Covid-Zeit. Ja, auf Genau. jeden Fall warst du schon da. Das ist wirklich jetzt mit diesem Seminar und auch in das neue Bewusstseinszentrum. Und ich bitte auch wirklich, teilt diese Sendung, teilt es unbedingt und meldet euch an. Unter dem engelfischer.ch findet ihr das Seminar von Nepomuk bei mir auf der Homepage. Und die Plätze sind wirklich eingeschränkt und beschränkt und meldet euch baldmöglichst an und ich freue mich riesig, riesig. Also wenn Sie jetzt 500 anmelden, Jasmin, dann haben Sie nicht Platz. Dann kommst du wieder. Du bist jederzeit willkommen. Du bist ja jede Woche in der Schweiz. Dann lassen wir uns verbinden und kommst dann einfach nochmals oder bleibst dann eine Nacht irgendwo in der Nähe und kommst dann und Ja, dann wie gesagt, die würde ich Menschen gerne. haben wirklich in dieser Zeit, wir haben ja eine, gehen wir nochmal ins Detail, wir wollen ja dieses Gespräch noch nicht beenden. Ich glaube, es gibt noch viele, die vielleicht sagen, okay, erzähl uns ein bisschen mehr über dein. Ja.
über das, was du hier zusammengetragen hast. Also, du hast ja schon gesprochen, wir gehen durch eine Wendezeit, wir gehen durch eine Zeit der Veränderungen, wir gehen von dem Erdzeitalter in das Luftzeitalter, wir gehen von der sogenannten, bisher, sage ich mal, 99%, 95%, 90%, völlig egal, wo Menschen sagen, das ist das Normale und der Rest ist eher, sage ich mal, nicht normal oder verrückt. Ja? Es wird eine Zeit immer mehr rütteln, immer mehr Normalität. Also zum Schluss werden wir landen, dass 8 Milliarden Normales gibt, weil jeder eine eigene Normalität hat oder seine Realität. Das ist keine, es gibt nur noch mehr Schnittmengen von dieser Realität und jede Sichtweise, ich werde das auch aufzeigen in meinem Seminar, und zwar ganz gut, dass die Leute das erkennen, wie wir überhaupt diese Realität wahrnehmen. Wir haben ja bisher immer gedacht, wenn ich hier den Blick sage in meinen Außen gehe, ich sehe jetzt dich auf dem Bildschirm, ich sehe von mir diesen Schreibtisch oder das Mikrofon etc., dann dachte ich mir, aha, unser Gehirn ist ähnlich wie eine Kamera, die bildet das, was draußen ist, ab bei mir im Kopf ab. Es gibt aber einen sehr interessanten Donald Hoffmann, ein Evolutionsgehirnforscher, sagen wir mal so, in den USA, und nicht nur der Einzige, das ist einer von vielen, die sagen, okay, mittlerweile haben wir erkannt, dass es eben nicht so ist, dass wir das, was draußen sieht, hier im Gehirn abgebildet wird, sondern dass das eher sowas ist, als wie eine Information, die außerhalb von uns ist, aber wir wissen überhaupt nicht, was das außerhalb von uns ist. Er sagt, wir müssen eigentlich die Realität so sehen, wie wir einen Computer-Desktop sehen. Er sagt, wenn wir einen Computer sehen, dann sehen wir diesen Desktop, sagt er, das ist der Raum und Zeit und die Icons, die wir haben, wenn wir zum Beispiel ein E-Mail schreiben und ich drücke auf dieses E-Mail-Icon drauf, dann geht ein Fenster auf und ich kann ein E-Mail schreiben. Aber bei dem Anklicken auf dieses Icon, was im Hintergrund im Computer für Programmierung abläuft, das sehen wir nicht. Das heißt, das, was wir wahrnehmen, ist eigentlich nichts anderes wie der Computer. Bildschirm als Raum und Zeit und die Icons sind die Dinge, die wir sehen. Auch das werden wir im Seminar aufzeigen, dass wir eigentlich außerhalb von uns überhaupt nichts sind, sondern alles ist nur in uns. Und diese Datenströme, die wir bekommen, die kann ich auswählen, welche Daten bekomme ich, welche nicht und wie werden die interpretiert? Interpretiert, das hängt wieder von meiner Programmierung ab, wie ich das interpretiere. Und das meine ich damit, dass nicht jeder gleich ist, sondern jeder ist eine einzigartige Software, eine Raumzeitkonstruktionsmaschine, die diese Realität an anders interpretiert. Darum gibt es auch immer wieder die Missverständnisse zwischen Menschen. Der eine sagt Sender-Empfänger-Problem. Die eine sagt das, der andere versteht das. Ja, weil jeder seine Realität hat, aber die meisten Menschen meinen, die Realität wäre für alle gleich. Das ist der größte Fehler, was überhaupt passieren kann, dass die Realität nicht für alle gleich ist. Genau, geht ja gar nicht. Und diese ganzen Dinge werden wir wissenschaftlich Step by Step ja, so lang, sage ich mal, bearbeiten und umgraben, bis wir alle das ganze Wissen hier in diesem Seminar Mittag auf Null haben und jeder sagt, okay, es stimmt irgendwie überhaupt nichts mehr, was wir gelernt haben, du kannst alles in die Tonne hauen und so, und dann bauen wir das neu auf und auch die Fähigkeiten dazu und dann werden wir plötzlich sehen, wow, das ist eine ganz andere Welt, die uns bevorsteht. Und unser eigenes Sein. Und auch die Gesetzmäßigkeiten des Seins, die karmischen Gesetzmäßigkeiten, da gibt es ja viele, so wie innen, wie außen, wie oben, wie unten, diese ganzen Resonanzgesetze etc. Auch das werden wir ansprechen. Auch hier werden wir nur schauen, was gibt es für neue Informationen. Was gibt es für Informationen von diesen nicht bekannten oder nichtmenschlichen Intelligenzen, die uns wie Art Geburtshelfer durch diese Zeit hindurch helfen, die nicht hier aggressiv sind und sagen, okay, weil es wird uns in meinen Hollywood-Blockbustern vorgeführt, dass diese Außerirdischen irgendwie alle immer negativ sind und irgendwie uns immer was anhaben wollen. Die sind schon viel weiter spirituell, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und für die sind wir die Kinder des Universums und hier dürfen wir was lernen. Wie gesagt, jeder ist jetzt genau in dieser Zeit jetzt inkarniert, nicht? Und das zu sagen, was alles schlecht ist oder was alles nicht funktioniert da draußen, diesen Kontext, den kann man gleich mal in die Tonne hauen, sondern ich muss sagen, was kann ich mit meinem Talent dafür tun, dass es anders wird? Und nicht mehr sagen, der ist schlecht und die Regierung und das ist passiert und der ist schlecht, sondern nein, nein, das ist alles richtig. Du bist derjenige, der das interpretiert, ist es gut oder schlecht, oder wenn es schlecht ist, dass du aus dem Schlechten was Gutes machst. Ja, genau, du bist ja, wir alle sind in unserer wirklichen Eigenverantwortung auch. Ja, genau. Selbst. Und das finde ich so unglaublich wichtig und auch, dass wir gerade zu dieser Zeit auch inkarniert sind. Genau zu dieser Zeit hat ja auch eine wirklich große Bedeutung jetzt. Und
Hallo, Ja, ich würde Ihnen nur mehr die. unterbrechen, entschuldige, aber wir reden ja über, so einfach so lapidar über diese Dinge, wo es manche, die vielleicht zusehen, sagen, ja, wir reden über Inkarnation, ist denn das überhaupt bewiesen? Weiß man überhaupt, wie dieser Lebenszyklus ist? Was ist überhaupt Bewusstsein? Was ist überhaupt Leben? Was ist denn das überhaupt? Auch diese Dinge werden wir ansprechen, dann sagen wir, okay, wir werden das beweisen, dass das so ist. Was wir so lapidar, wir sprechen hier mit Inkarnation, wir kommen hier mit der Aufgabe, dann werden die sagen, ja, ihr könnt ja viel behaupten. Sage ich, nein, wir zeigen diese Beweise auf. Und dann würden die Sehr Menschen gut. sagen, ja, wir können da keine Beweise aufzeigen, weil wenn es die geben würde, hätte es Harald Lesch im Fernsehen schon gezeigt. Nein, das würde er nicht tun. Das würde er nicht tun. Ich sage ja auch, warum. Das würde die Menschen überfordern. Weil das würde die Menschen überfordern, weil viele sind hier, vielleicht inkarniert, und sagen, okay, ich möchte von dem ganzen Spiel gar nichts wissen. Weil wenn ich weiß, dass ich für meine Taten auch hinterher, nachdem, dass ich sage, okay, jetzt bin ich hier weg vom Spiel, auch mich selber richten muss und sage, okay, wow, jetzt geht es mit diesem ganzen Ding weiter und ich muss das alles nochmal durchleben, was ich den anderen angetan habe. Ja, dann müsste ich jetzt sofort mein Leben ändern. Also, das wollte ich gar nicht wissen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, genau. Wenn Und ich doch, alle diese Taten, die ich getan habe, dann auch ja, hinterher nochmal alles durchmachen muss aus der Perspektive von dem, die ich angetan habe. Aber Und das doch stell dir kann vor, sein. wenn das alle wüssten jetzt, wenn das alle wüssten, wir wären ganz anders jetzt schon, wir würden ganz anders miteinander umgehen, wenn wir Ja, die, aber unsere da Taten bräuchten wir jetzt aber auch Menschen, die überdenken. Leute so weit hinführen, die Step by Step by Step dieses neue Wissen, weil dieses neue Wissen krempelt ja wirklich jeden Stein, den wir als Fundament angesehen hatten, da man sagt, hier ändert sich nichts mehr, alles. Völlige Evolutionstheorie, die ganzen Naturgesetze, das Ganze ist ein, unser Körper, alles, was wir denken, alles ist längst überholt. Das neue Weltbild, dieses holistische, dieses ganzheitliche, wir werden, wie gesagt, nicht nur mit den Ohren, sondern mit den Knien, wir werden mit jeder Zelle schlackern nach diesem Wendezeit-Seminartag, das verspreche ich ja, hier ist schon. Ja. Wunderbar. Das hört sich einfach so wirklich so spannend an und Hier haben wir schon wieder den ersten. Das war das, was ich wow. gesagt habe. Wenn die Leute sagen, ich unterbreche permanent die Jasmin, dann ist es deswegen, weil die Jasmin ja mich interviewt und ich nicht die Jasmin. Ich muss es nochmal in diesem Interview sagen. Diesmal geht es um diesen Wendezeit-Seminartag und da bin ich ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen euphorischer. Aber die Jasmin, die hat natürlich alle Fragen stellen, die sie will. Und wenn jemand sagt, ja, warum hast du die Jasmin nicht ausreden lassen in diesem. Ja, sage ich, die Jasmin darf jetzt gerne alle die Fragen stellen, die sie gerne stellen will. Dann stelle ich Sagen noch Sie es mal. eine. Ich bin so, oder sag noch etwas. Ich bin unglaublich dankbar, weil du weißt, ich arbeite auch in der Schule. Und ich arbeite jetzt schon über 30 Jahre auch immer einen Tag noch in der Schule. Und ich merke einfach auch hier, es ist so überholt, das Ganze. Und wenn ich denke, wir haben dieses Schulsystem noch vom letzten Jahrhundert und haben Kinder von diesem Jahrhundert, das passt einfach nicht mehr. Und ich spüre ja auch, die Kinder heute sind einfach ganz anders. Die stehen da mit einem ganz anderen Bewusstsein schon und sind einfach viel klarer und auch direkter. Und es ist nicht immer ganz einfach, auch für Lehrer des letzten Jahrhunderts, das zu sehen. Ich glaube, gerade auch solche Lehrpersonen dürfte man ansprechen jetzt auch und dass sie dann auch wirklich erkennen, hey, da passiert etwas jetzt. Und diese Kinder sind so feinfühlig und die fühlen das ja auch, was passiert. Wohl eben noch mehr, deshalb finde ich es so schön, weil du gesagt hast, ja, komm, Jugendliche sollen auch kommen. Weil ich spüre eben ganz fest auch bei den Kindern, die sind ganz anders unterwegs bereits. Und wir würden sie wahrscheinlich besser verstehen, wenn wir einiges auch von dir gehört haben. Wir würden die neuen Kinder jetzt wirklich mehr verstehen auch und sie auch besser begleiten dürfen. Genau, über diese Kinder der neuen Zeit. Auch hier werden wir über die Forschungsarbeiten sprechen. Wir werden über die Dolores Cannon sprechen. Wir werden über die Mary Rodwell sprechen. Wir werden über Menschen sprechen. Genau, ich werde auch Kinder, ich habe hier ein paar auch aufzeigen, die eben ja nicht mehr hier bei uns geschult werden, sondern ganz woanders, die über Nacht 6 Sprachen sprechen. Alle diese Dinge, diese Kinder, ich werde über Whistleblower, Biologen aufzeigen. Wie heißt die gleich wieder, die Frau Olsen, die aufgezeigt hat, was an DNA-Veränderungen gelaufen ist in den letzten Jahren, was eigentlich Asperger-Syndrom ist, das ist nicht eine Fehlschaltung im Gehirn, sondern eigentlich die nächste Stufe der Evolution. Ich werde auch aufzeigen, wie sich dieser Biocontainer, weil die Menschen sagen, ja gut, ich möchte gern Mensch sein, aber wir waren ja schon immer, also dieser Biocontainer, werden auch aufzeigen, wo er herkommt, wie der hingeht und wer den überhaupt konstruiert hat, in Anführungsstrichen. Und wir werden aufzeigen,
dass wir immer schon Wesen des Übergangs waren, wenn man mit Holmer von Dietfurt reden darf. Und auch dieser Biocontainer, dieses Upgrade dieses Modells, das jetzt die in meinen Seminaren dann selber machen können. Aber hier kommen ja viele Intelligenzen, die sagen, dieser Biocontainer, der ist von uns und wir werden den jetzt in die nächste Stufe für diese Bewusstseinsentwicklung, von dem die Mutter Gaia hier ja natürlich auch mitmacht und sagt, ich möchte ja hier auch diese Bewusstseinsveränderung mitmachen. Denn viele wissen ja gar nicht, dass auch die Erde ein Bewusstsein hat und ein Lebewesen ist. Auch das gehört zum neuen Weltbild mit dazu. Und hier wird es vom Hau drauf Planeten zu einem anderen Planeten kommen. Also dieses Thema Hau drauf, das, wenn jemand sagt, okay, ich möchte gern weiterhin, sage ich mal, dieses negative in Anführungsstrichen austesten, dann muss er auf einen anderen Planeten inkarnieren. Das wird hier nicht mehr der Fall sein in 100 Jahren. Spannend. Ja, und ich merke auch, du erzählst jetzt ganz, ganz viel und es ist ganz kompakt und es sind ganz viele Informationen auch. Und ich spüre auch, dass wir wie dann irgendwie dann, und ich freue mich auch irgendwo dann beginnen auch an diesem Tag, ja. Und mir kommt jetzt nochmal etwas in den Sinn, eben wenn du vorher auch von diesen Sinnen gesprochen hast, dass so viele Menschen eben viel mehr Sinne haben, auch wie wir eigentlich gedacht haben oder eben auch neue Sinne entwickeln oder andere Sinne auch stärken. Gibt doch auch diese, finde ich so schön, sehen und lesen ohne Augen. Ja, diese Dinge Ist werde ich auch aufzeigen. Ich sehr, werde sehr, diese sehr gut. Phänomene, genau, ich werde die aufzeigen. Menschen und Gehirn, ich werde aufzeigen, welche Schulen das es gibt, wo Kinder innerhalb von wenigen Minuten lernen, ohne Augen zu sehen, weil die Information, die kommt, nur mal, es gibt nichts da draußen, sondern wir denken, dass wir sehen, aber die Information kommt woanders her und auch genau diese Informationen werde ich aufzeigen, da kann der Mensch das ausprobieren. Auch Blinde können dann sehen und sich orientieren. Auch das müsste eigentlich in die Gesellschaft mit rausgetragen werden. Also, wie gesagt, es werden so viele Sachen sein, dass die Menschen sagen, es kann doch gar nicht sein. Und nicht irgendein Spinner oder irgendjemand, der irgendwas behauptet und sagt, ich kann hier das und das, ich habe eine blaue Kuh hier im Keller und die kann irgendwo einen Goldtaler kacken. Nein, wir werden hier Wissenschaftler aufzeigen, die alle auf die gleichen Ergebnisse gestoßen sind. Und nicht einer, sondern immer sehr viele seit den letzten 150 Jahren. Psychologische, pathologische, physikalische Anomalien und zu zeigen, was alles möglich ist. Und Und das ist spannend die Realität, dass das unser Sein, nicht ja. das ist, was wir bisher glaubten. Und spannend ist ja, was ich auch immer so faszinierend finde, dass so viele Menschen, so viele Wissenschaftler, die ich aber nicht kenne, die von ganz anderen Orten kommen auf der Welt, schlussendlich zur gleichen Zeit dasselbe sagen. Zum gleichen Ergebnis kommen. Das finde ich auch immer wieder so faszinierend und ich finde das schön, wenn du das zusammenbringst, Genau, diese Zusammenarbeit. Synchronizitäten, also das, was wir als Zufall abtun, also da gab es ja auch schon sehr viele Forschungsarbeiten dazu. Also wir werden versuchen, dieses größere Bild zu zeichnen, dieses größere Bild aufzuzeigen und vor allem nochmal, es geht ja um zwei Dinge. Einmal um das Kollektiv, wo geht denn die Menschheit hin? Das ist das eine Thema, weil wenn ich inkarniere, wenn ich hier mit meinem Bewusstsein weiterzuentwickeln, suche ich mir die Spielumgebung aus, auch das Jahrhundert, den Planeten, das System, die Realität etc., um sagen, hier kann ich am meisten lernen, das sind meine Aufgaben. Und da gehe ich hier zum Beispiel Inkarnation in der Erde, ja, Sie, 1960 bis, ja, Sie, keine Ahnung, 2050, da inkarniere ich, weil ich hier am meisten, sage ich mal, mich ausdrücken kann und am meisten lernen kann. Das ist also meine persönliche Entwicklung. Und da gehört natürlich auch das Kollektiv dazu, weil ich das Kollektiv durch die Leute, die hier inkarnieren, auch durch die vielen Volontäre, die hier kommen und noch helfen, sagen, okay, als Geburtshelfer, sagen, okay, wie bringen wir denn diese Zivilisation in den nächsten Step hinein? Wie viel werden denn hier, sage ich mal, dazu beitragen müssen, um diese Lernprozesse, es geht auch nicht darum, ob jetzt 80% der Menschheit tatsächlich verschwindet in dem Sinne auf diesem Planeten. Das spielt ja auch keine Rolle, weil es gibt ja sowieso keinen Tod. Die gingen ja dann später woanders hin und sagen, okay, ich habe aber hier diese Lernprogramme, die wir die letzten 2000 Jahre hatten, mit 27 bis 30 Kriege jedes Jahr und so weiter, die sagen, okay, das würde ich gerne alle durchlaufen. Diese ganzen Verhaltensmuster in jeder Art und Weise, die werden hier inkarnieren. Und die anderen, die schon diese Prozesse hinter sich haben, die machen vielleicht dann den nächsten Step. Auch Ja, das das werden wir aufzeigen. ist sehr, ja, sehr schön. Du sprichst jetzt auch von diesen Helfern, die wir haben alle. Das finde ich sehr schön, gell? Ich habe ja auch meine Helfer. Ich dachte, den Menschen wieder aufzeige, dass die Engel, die Geistführer, die wir haben, eben die vielen, vielen Engel, die im Mund sind. Aber ich weiß, es gibt auch noch ganz viele andere Energien, die hier sind, die uns umgeben, wie du vorher auch schon angesprochen hast, die uns helfen, unterstützen, in den nächsten Schritte auch zu machen. Und wir haben das ja ganz klar gewählt, wie du gesagt hast auch, diese Inkarnation hier genau auf diesem Planeten, um genau diese Erfahrungen zu machen, die wir brauchen. Aber eben auch, um in diese Verantwortung, diese Eigenverantwortung zu gehen
um uns eben auch weiterzuentwickeln. Gut, die Könnten Eigenverantwortung, glaube ich, die hat sowieso jeder angenommen. Also es würde ja, sage ich mal, in der Früh nicht mehr aufstehen. Aber es geht ja darum zu erkennen. Und ich glaube, es geht darum, wie gesagt, einmal Liebe zu lernen und das Wissen zu lernen. Weil je mehr, dass du weißt, wie diese Realitäten, wie dieses Sein funktioniert, aber nicht so das, was wir hier in der Schule lernen. Das, was wir hier lernen, ist nur die Anwendung, sich in dieser virtuellen Realität zurechtzufinden und die Tasse Kaffee aus dem Kühlschrank zu nehmen. Verstehst du, wie ich meine? Das ist aber das Wissen von unserem Sein, von unserem Bewusstsein, für das, was wir alles machen könnten. Diese Helfer, was du angesprochen hast, die gibt es ja in zweierlei Formen. Es gibt diese unsichtbaren Helfer, es gibt diese inneren Stimmen, es gibt die, wo man hinhören kann, diese Intuition, alle diese Dinge werden wir auch kennenlernen. Und die außerkörperlichen Erfahrungen, wo man hinblicken kann, die Zukunftsblicke und so weiter und so fort, das kann man alles lernen. Aber es gibt aber auch tatsächlich inkarnierte, ja, aus anderen Ebenen, Engel zum Beispiel, die auch inkarniert sind, die zum Beispiel kein Karma aufbauen, wenn sie wieder weggehen, das wird ihnen weggenommen, sondern die tatsächlich, es gibt in jeder Realitätsebene übrigens diese Helferlein, die tatsächlich, sage ich mal, jemand, der, sage ich mal, da gibt ja viele Beispiele, wo jemand sagt, ich möchte Suizid machen, der das Messer schon ansetzt, und dann kommt zufällig jemand da vorbei an diesem Ort und bringt ihn so weit, dass er eben das nicht macht. Wie kann der genau zu diesem Zeitpunkt genau, versteht man, die sind Ja, diese auf jeden Helferlein, die Fall. zu diesem Zeitpunkt im richtigen Moment auftauchen und dir, da muss ich ein Beispiel erzählen vom Jürgen Ziebe. Jürgen Ziebe, der wird auch in unserem Vortrag oder in diesem Tagesseminar vorkommen, der seit über 50 Jahren außerkörperliche Erfahrungen macht, in den unterschiedlichsten Realitätsebenen unterwegs ist. Auch in den etwas niederen Ebenen, als Kind immer davon auf, was du Bewusstsein hast und nach dem gestaltet sich deine Realität. Kommt auf eine ja, etwas niedrige Bewusstseinsstufe, wir hätten früher gesagt, das wäre Fegefeuerrichtung, also, und trifft da auch düster, mittelaltermäßig stinkende, dampfende, wie so einen alten, sage ich mal, Burgmauer, Schloss, keine Ahnung, Menschenmenge, die haben da Lagerfeuer gemacht und da ist eine, ja, und die sehen alle nicht sehr gut aus, alle zerlumpt und nicht, ja, irgendwie, wie so ein bisschen zombie-mäßig. Und da ist eine Frau, die spricht ihn an und sagt, Mensch, helfen Sie mir, ich bin hier in einem Albtraum, ich komme hier nicht raus. Und in dieser Ebene ist es ja so, jeder, wenn man hier astralmäßig unterwegs ist, dass man eigentlich, wenn man mit jemandem in Kommunikation geht, sofort über den alles weiß. Sie sagt, aha, das ist eine Frau, die ist jetzt gerade erst gestorben, war früher in dem vorherigen Leben eine Prostituierte, war aber sehr gutmütig, hat sich gerne ausnutzen lassen in ihrem Leben und ist über eine Überdosis gestorben. So, das war also der Content, um mit dieser Frau zu sprechen. Dann hat er versucht, mit dieser Frau von dieser Gruppe zu trennen, mit ihr spazieren zu gehen und ihr über dieses Sein, über dieses Leben, dann sagt, man hat Bewusstsein, es hängt davon ab, wie sie die Umgebung, wie das Sein ausschaut, wenn ich mein Bewusstsein öffne, dass ich Taten anders machen kann, dass sie jetzt eine neue Chance bekommt, dass sie jetzt in Astralleben ist, ist ganz anders. Und hat mit ihr, und die Frau hat wieder Hoffnung geschöpft, hat ihm zugehört und in dem Moment, wo er gegangen ist mit dieser Frau, wurde der, ja, die Umgebung, euer Lichter, so bei dir hinten, ist plötzlich wurde die Umgebung lichtvoller, fröhlicher, farbiger. Und dann kam einer dieser Helferlein, der als, ja, in diesen Astralebenen, auf jeder Ebene gibt es diese Helferlein, sagt, danke Jürgen Ziebe, dass du diese Frau so jetzt mit geöffnet hast. Jetzt können wir weitermachen. Schön. Weil wenn jemand mit Wunderbar. seinen Scheuklappen sagt, nein, es kann nur so sein und es gibt nur diese Realität und es gibt kein Leben nach und so, bla 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 bla, kannst du nicht helfen, der muss ja selber drauf kommen. Der braucht seine Triggerpunkte, seine Augen-Eye-Opener-Momente etc. Und dann kann man sagen, okay, wenn du dieser Spur dann folgst, plötzlich tut sich ein neues Tor auf. Das war so ein Beispiel daraus. Ja, genau, ich kenne natürlich schon auch gut, gell, von den Timeline-Methoden, die ich ja anbiete, die Rückführungen. Da erlebe ich ja unglaublich, dass immer wieder, dass dann die Menschen ein Thema mitnehmen von einer anderen Zeit, von einem anderen Leben, weil sie es einfach nochmals durchgehen dürfen, um weiterzugehen. Und das sind aber oft auch diese Glaubenssätze, die sie dann hindern, wirklich weiterzuwachsen. Das Spiel hast du jetzt wie so schön angesprochen. Das sind genau diese Punkte, die sie hindern, weiterzuwachsen. Und die kommen immer wieder, dieselben Probleme, dieselben Schwierigkeiten. Und sie fragen dich, warum denn bloß? Warum, Ja, warum, wir haben warum? Und wenn du dann genau. eine Rückschau, die Rückschau machst und wirklich eine Timeline-Methode in die Rückführung gehst, dann sehen die Menschen aber selbst an sich selbst, wo kam dieses Problem zum ersten Mal vor. Und viele Menschen sagen mir dann, das finde ich so spannend, immer genau das Datum. Ich bin jetzt 1815, ich bin 1713. Und ja, wenn du dann nicht, das geht gar nicht mehr anders, dann weißt du einfach, es ist so, weil die die Situation so genau, so präzise, wie du es jetzt beschrieben hast, eben auch selbst beschreiben können und dann das selbst sogar auch auflösen dürfen.
Ja, wir Das werden uns da viele transpersonale Psychologen ansehen, Psychologie überhaupt generell. Wir werden uns ansehen, die Arbeiten von Rolf Ulrich Kramer. Wir werden uns ansehen, den Stanislav Grof. Und wir werden uns auch ansehen, den Dr. Brian Weiss, der als Chefpsychologe in der Miami-Klinik mittlerweile, glaube ich, 6 Bücher geschrieben hat, der auch vom Saulus zum Paulus geworden ist, genau zu zeigen. Und der macht sogar noch eins, führt die Leute zurück und sagt, aha, da ist ein Thema, das kommt aus dem dritten, vierten, fünften Leben immer wieder mitten mit neuen Aufstellungen der Partner, wo ich unterwegs bin. Aber die Lösung ist noch nicht gefunden. Jetzt führt der, und jetzt wird es spannend, jetzt führt der mit einer bestimmten Methode, er sagt, okay, was müsste denn passieren, damit sie das löst? Die Menschen kommen aber nicht drauf. Jetzt macht er eins, er führt diese Person, später kennen Sie das selber, führt diese Person in ihre potenzielle Zukunft und sagt, okay, liebes Universum, in Anführungsstrichen, zeig uns eine Lösung auf, geht dann mit dieser Person 5 oder 10 Jahre in die Zukunft, sieht dann, was sie jetzt machen muss, damit das Problem gelöst ist und nimmt diese Information mit, wo sie hier jetzt nicht drauf gekommen wären, wenn sie nicht in die Zukunft gekommen hätten, um sich die Lösung anzusehen. Das ist Sehr natürlich nochmal. schön. Das heißt, wir Das ist können jetzt diese wunderbar. Probleme, die wir permanent mitnehmen, jetzt auch selber lösen, indem dass wir in die Zukunft sehen, was ist die optimale Lösung, das Problem jetzt zu lösen, dass ich immer den gleichen Mann wieder trifft, dass man immer die gleiche Situation wieder Genau. hingestellt, etc. etc. Da muss ich aber erst einmal zulassen, dass es sowas überhaupt gibt. Und darum brauche ich diese Beweiskette bei diesen Menschen, diesen Vormittag zu zeigen, dass ich alle diese Glaubenssätze, sind ja nichts anderes wie die Wissenschaft, sagt das selber, wir können ja nichts beweisen, es sind halt die momentanen Glaubenssätze, unser Zeitgeist, der sagt, Anführungsstrichen, die Leute denken, es wäre bewiesen. Nein, es ist eine Annahme aus einer bestimmten Zeit, mit denen werden wir alle aufräumen und damit wir hier ein neues sagen, okay, und jetzt wissen wir, das größere Bild einmal anschauen, was du alles noch kannst und was alles noch möglich ist. Und dann gehen die Menschen tatsächlich abends raus und sagen, ich habe in diesem Tag mehr gelernt als wie in 50 Jahren meines Lebens. Und für Wunderbar. das, für ein Wunderbar. Wissen, was 50 Jahre braucht, um das zusammenzutragen, für die paar Euro an einem Tag zu bekommen, dann ist es eigentlich geschenkt. Oder? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem nur schon von dieser Freude angesteckt zu werden und um dir zuzuhören und dann eben auch noch das zu erleben und eine Veränderung selbst wahrzunehmen. Ja, das lohnt sich ganz, ganz, ganz bestimmt. Genau, Sehr schön, spannend. das ist so cool. Ich hoffe mal, dass es cool ist. Es sollte nicht nur cool sein, sondern wirklich, es geht ja um den Menschen. Einer hat geschrieben, der verlässt jetzt die Gruppe, weil ich dich dauernd unterbrochen habe. Macht aber nichts, der muss mich halt aushalten können. Das ist ja klar. Du kannst es ja nicht an jeden recht machen. Jeder, für den ist der Nepomuk zu aufgeregt, so, boah, weil ich, was ich aber im Seminar Genau nicht bin. richtig. Im Seminar bin ich viel gechillter, da habe ich 8 Stunden Zeit. Kein Thema. Aber ich finde es halt so aufregend. Wenn man weiß, dass alles, was wir den ganzen Tag gelernt haben, alles, was wir, dass es alles nicht stimmt, in dem Sinne, wie wir das denken, dass es stimmt. Man versucht ja immer wieder einen Hebel zu finden, sagen, wie kann ich denn das kommunizieren? Wie bringe ich denn die Menschen dazu, hinzuhören, zu sagen, okay, ich nehme mir diesen Tag Zeit, um mein Leben zu verändern. Natürlich, wenn jemand sagt, mir geht es schon gut, ich habe schon 17 Ferraris, keine Ahnung, wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wo ich nächstes Mal in den Urlaub hinfahren soll, das sind sowieso nicht die Klienten, die kommen. Aber wie gesagt, es geht ja um, aber das wird ja alles sich verändern. Wir reden ja hier um diese dunkle Nacht der Seele der Menschheit, die auf uns zurollt, bis 40, 45 fliegt uns das Ganze um die Ohren. Das wollen natürlich die meisten gar nicht hören und sagen, nein, hör auf damit, das wollen wir nicht machen, das können wir drehen. Nein, wir drehen das nicht. Du kannst es für dich drehen, was mit der Situation, wo du da gerade bist und was, wie du damit umgehst. Aber diesen Untergang wirst du nicht drehen. Der ist vorgesetzt. Da gibt es keine zweite Zeitlinie, die man dann dreht. Verstehst du, mein Mann? Das glaube ich, das ist wichtig zu wissen. Das heißt, die Titanic geht unter, das kannst du sagen. Bist du oben an Deck oder bist du im Rettungsboot? Das ist deine Entscheidung. Ich zeige dir den Weg in das Rettungsboot. Das glaube ich, war jetzt nur wichtig, dass Leute das verstehen. Dann man sagt, wir sind hier am Sinken. Wir haben schon Breitseite. Das ist jetzt nichts Negatives, weil du kannst ja sowieso nicht sterben. Es gibt ja sowieso immer nur ein Zyklus. Wie viele Zivilisationen vor uns, Lemuren, in Atlantis, auch das werden wir uns ansehen, haben es nicht geschafft, weil sie gemeint haben, sie sind die Gröfatze und die haben ja das größte Bewusstsein, was man haben kann, und sind dann wieder gestoppt worden. Auch das passiert uns jetzt. Aber davon kann ich ja persönlich wachsen und kann diese Information, was schiefgelaufen, mitnehmen für die nächste Inkarnation. Oder damit jetzt gut umgehen, wie komme ich denn gut von dieser Titanic weg? Ja, und
Mir gefällt dein Sprudeln, Nepomuk, weil dein Feuer, das, da merkt man einfach, wie das brennt in dir und wie du das gerne weitergeben möchtest. Und um das geht es auch. Und da freue ich mich ganz besonders in diesem Seminar. Ich weiß, dass du dann ruhiger sein wirst. Aber jetzt hast du dieses Feuer und du möchtest die Menschen begeistern und das tust du auch. Und ja, ich kann nur sagen, wieder und wieder, ich bin sehr dankbar, dass du kommst. Ich bin sehr dankbar, dass du uns ganz vieles aufzeigen wirst. Und dass wir alle gemeinsam auch miteinander bilden dann dürfen, auch in diesem Seminar, und miteinander einen Schritt weitergehen dürfen. Und ja, ich habe überhaupt, du kennst mich, gell, ich habe überhaupt keine Angst von der Zukunft, weil ich weiß, mit unserem Bewusstsein und mit der Liebe, auch wie du vorher auch gesagt hast, da kann ganz, ganz viel geschehen. Aber wir dürfen miteinander gehen jetzt. Weil Und wir uns genau das ausgesucht haben, hier zu inkarnieren, um diesen, vielleicht den Nepomuk zu treffen, diesem Seminar, damit dieses Bewusstsein aufgeht und sagt, ach, jetzt weiß ich, ich habe nur ein Leben, aber das ist ewig. Und jetzt weiß ich, auf was es darauf ankommt und welches Wissen, das ich mitnehmen muss und welches, das ich, sage ich mal, hier weglassen kann, dass ich nicht unbedingt Geld und Autos und sonstige Dinge sammeln soll, sondern dass ich Erfahrungen und Austausch und Netzwerk sammeln und die Liebe sammeln. Genau, um das geht. Ganz genau. Ja, und es ist auch kein Zufall, dass ich dich kennengelernt habe und dass wir uns Nein. kennengelernt und getroffen haben und dass du jetzt gerade in die Schweiz kommst. Genau, und an diesem 27. Januar, dass du nach Bremgarten in Kanton Aargau kommst, um diese Menschen wirklich hier auch anzusprechen in der Schweiz mit diesen wunderbaren Themen auch, um dieser in den Entwicklungsprozess zu starten auch oder weiterzugehen in der Entwicklung. Und ja, ich freue mich nicht vom. Und es gibt jeder ein Geschenk von mir, der kommt. Aber was es ist, sage ich noch nicht, aber er wird sich freuen. Und zwar sehr. Schön. Da bin ich gespannt. Ich komme ja auch. Ich werde auf jeden Fall da sein. Und ich Ja, werde und einen sagt es, nehmt mitbringen. eure Kinder mit, sagt, pass auf diesen Tag, liebe Kinder, Ja. nicht Skifahren oder sowas, den investieren wir in deine nächsten 50 Jahre, denn in diesem Tag wirst du mehr erfahren, als wie du jeweils in den 50 Jahren davor oder in den nächsten 50 Jahren erfahren wirst. Ja, und sag mir, Nepomuk, jetzt nochmal, ab welchem Alter würdest du denn das empfehlen jetzt? Ja, 16, Ab 17, sage ich welchem mal, Alter? 16, ja. 17, gell? Aha. Und noch Da, ein also Absolut. heutige Kinder sind ja sowieso schon wesentlich mehr aufnahmefähig, Ja, ich wesentlich denke auch mehr schon. Ding. Aber weil das ist natürlich, weil wenn sie das hören, die werden das natürlich überprüfen, die werden sagen, okay, ich glaube das nicht, das muss ich selber nachsehen, da muss ich recherchieren. Und dann werden sie zum Schluss zum gleichen Ergebnis kommen und sagt, der Nepomuk hat recht. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir Augen haben und sehen nicht? Wie kann es sein, dass wir Ohren haben und hören nicht? Dieser Spruch ist auch schon so alt wie die Bibel. Und das ist aber wichtig für diese, weil das sind die Zukunft für diese Zivilisation, für die nächste Stufe. Ja. Genau, und jetzt noch zum Schluss mal, Nepomuk, sag mir noch einmal, sprich doch noch mal, wer alle sprichst du an? Wer möchtest du ansprechen mit diesem Seminar? Jeden. Jeden Menschen, der sich hier angesprochen fühlt, weil dies ist denn sein. Da werden wir auch noch besprechen, gibt es einen freien Willen, wie schaut dieser Zufall aus, etc. Weil ich weiß ganz genau, der, wo das Seminar kommen wird, für den ist bestimmt, für den ist dieser Moment, dieser Zufall jetzt genau der Trigger, der Auslöser, der sagt, okay, ich gehe jetzt mal diesen Weg, ich schaue mir das an. Und jeder Mensch, wie gesagt, von jung bis alt, völlig egal, es gibt hier keine Grenze oder irgendwer eine Behinderung oder irgendwas, wo man sagt, oder Handicap, wo man nicht hingehen könnte. Sondern das, was er hier hört, wie gesagt, das hört ja sonst, das gibt es ja nur an diesem Tag bei mir. Es wird ja vorher und nie mehr hinterher irgendwo hören oder sehen, so zusammengetragen, so aufbereitet, so strukturiert, wie hier. Das gibt es auf der ganzen Welt sonst nie. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass ich die ganze Welt kenne, aber ich kenne, glaube ich, 300 Wissenschaftler. Ich mache seit 10 Jahren nichts an. Ich weiß, was hier alles da ist und ich weiß, was die Menschen sagen, wenn sie hinterher rausgehen, dass sie gesagt haben, wir hätten uns das nicht vorstellen können. Das ist ungefähr so, ich war jetzt in Ägypten in der Pyramide, das ist das Gleiche, wenn man die auf dem Foto sieht, dann sagt man, ja, das ist ein Steinhaufen. Wenn du aber vor dieser Pyramide stehst, dann kannst du sagen, das kann ich nicht auf dem Bild zum Ausdruck bringen. Unmöglich, du musst davor stehen. Und das ist das Gleiche mit diesem Tagesseminar, dann wenn du nicht dort warst, das kannst du dir nicht vorstellen. Genau. Und es gibt jetzt auch diesen Zufall nicht, dass gerade du und du und du und du hier vor dieser Kamera sitzt jetzt und uns beiden zuschaust und dem Nepomuk zuhört, was er alles zu erzählen hat. Ihr habt alle gehört, das ist unglaublich viel. Also ich kann das gar nicht mehr alles behalten. Das war so viel. Deshalb muss ich und freue ich mich auch, das erleben zu dürfen an diesem Tag, an diesem 27. Januar in Bremgarten. Freue ich mich wirklich sehr dabei zu sein. Und wie gesagt, es gibt keine Zufälle, dass jetzt ihr gerade zugeschaut habt.
und angesprochen wurden durch Nepomuk. Und ich freue mich sehr, ganz viele Menschen wiederzusehen, kennenzulernen an diesem Tag in Bremgarten. Ich freue mich ganz, ganz besonders, Nepomuk, auf dich, dass du den Weg in die Schweiz auf dich nimmst, nach Bremgarten, und du dir diesen Tag freihältst für deine Wendezeit, für diesen Namen, deine Wendezeit, für dieses Seminar mit diesem Namen. Und ich freue mich sehr, dass du Danke, liebe Jasmin, dass du mich eingeladen hast. Und wie gesagt, wenn wir nächstes Mal ein Interview machen, dann kommst. sprichst du und ich bin still. Ich freue mich, ich komme ja Dann. schon bald wieder zu dir. Ich freue mich sehr. Ich bin ja schon Ja, bald, dann spreche ich wieder über meine Berufung. Jetzt, ja, jetzt genau. ist es wichtig, dass du einmal sprechen durftest. Und magst du das vielleicht noch einblenden, wo man sich anmelden kann, Nepomuk, die Ja, Homepage? das Das machen wir wäre vielleicht ganz noch. Das ist schön vielleicht eine gute zum Idee. Schluss noch. Gucken wir mal, Genau. wo wir das finden. Schauen wir mal hier. Genau, das ist dein. Du hast zwei Webseiten, einmal Engelsliste. Genau. Da ist Genau, da kannst du dich dein. gut anmelden bei engelsliste.ch, siehst du das? Du siehst Und auch den auch Preis für das Seminar. bei deiner zweiten Seite heute hier Genau, Bewusstseinszentrum. Bewusstseinszentrum CH. Ich werde das auch nochmal unten verlinken. Das sind hier also einmal Die das Kurse sind dann Bewusstseinszentrum oben bei und den dann Anlässen, genau. Anlässe, genau. Und da sind dann hier die Anlässe. Vorträge drin und da geht es dann auch zu der Anmeldung. Genau. Genau. Wer mehr erfahren will, da gibt es auch eine Seite dazu, die heißt Wendezeit. Beim letzten Mal waren 100 Leute da, wo auch ein bisschen mehr zu diesem Thema noch drinsteht und zum Aufbau etc. Ganz genau. Jasmin, also nochmal ganz herzlichen Dank und danke, liebe Zuseher, dass ihr mich ausgehalten habt. Und genau. Wir sind Ja, wieder bei und dürfen es machen. ich bedanke mich auch, ich bedanke mich bei dir, Nepomuk, für dein Feuer, das du so rübergebracht hast wieder, und ich finde es einfach ganz toll und ich freue mich riesig, riesig, riesig. Bis ganz bald, und ich verabschiede mich jetzt auch von den Zuschauern. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören, und auf ein Wiedersehen zu Danke uns. dir. Alles Danke. Liebe.